Box. Hi Huhn, bei Huhn. Hi bei Huhn. Hi bei Huhn. Klingt wie ein gutes Gericht. Münzer. Ja. Und Tradition. Ich hab ihn, den neuen Zauberwisch 3000. Auch Sie können den neuen Zauberwisch 3000 haben. Rufen Sie jetzt an. 01234-5678-999. Und reinigen Sie auch Sie, auch noch heute, alles von allem. Durch den Zauberwisch 3000. Wow! Goldmünze! Ich hab fertig gespart. Hallo! Mein Vater wurde ermordet, Soldat, und ich bin nicht geneigt, mein eigenes Geld zu verbrauchen. Geben wir doch das Geld dieses Mannes aus. Ich bin arm, meine Beine sind krank, meine Ohren sind grau. Meine Füße sind stumm. Ich stell mal vor, deine Füße wären nicht stumm. Wir würden den ganzen Tag erzählen, was du so tust. Oh, hi. Macht mal Pause. Shalims Befehl. Du hässlicher. Das ist ein schöner Satz, um das so zu unterbrechen. Du wurdest entdeckt. Mach mal Pause. Mein Vater wurde ermordet, Soldat, und ich... So, ich bin direkt hinter euch. Ah ja. Ich bin direkt hinter euch, aber nicht so nah hinter euch, dass ihr mich sehen müsstet. Solange ihr euch nicht gut umguckt. Macht mal Pause. Shalims Befehl. Du hässlicher Kerl, so ein Gesicht müsste besteuert werden. Bitte, dazu habt ihr kein Recht. Schläger, das geht ohne entdeckt zu werden. Ich bin gar nicht hier. Schutz gibt es nicht umsonst, alter Mann. Zahl oder mach zu. Bitte nicht, lasst mich in Ruhe. Schutz gibt es nicht umsonst, Lakai. Nur und jetzt gib mir deine zwei Bronzemünzen. Ich bin gar nicht daran beteiligt gewesen, liebe Wache. Ich meine, immerhin gibt es in diesem Spiel keine Bettlerin. Richtig. Hey Chef, vermissen wir nicht irgendwie zwei? Nein, die treiben gerade für uns die Schulden an anderen Stellen ein. Wir treffen uns dann und dann am Treffpunkt A7. Pass auf, wo du hinläufst, Vater. Gut zu wissen. Ich bin gar nicht anwesend. Geistig auf keinen Fall. Ne, das sowieso nicht. Warum macht er es so eilig? Hä? So ein Typ, der da zufällig in der Gegend rumsteht, gehört dazu. Er ist einer von den Piraten. Mein Vater wurde ermordet, sollte. Also so nicht entdeckt werden Mission mit so aggressiven Wachen, die sind echt übel. Falsche Tasten! Da liefen sie lang.
um Leute zu erpressen und im Hintergrund ertönt ein Falsche Taste! Das wollte ich nicht! Bleib stehen! Ich wollte gar nicht rennen! Da habe ich mich vertan! Bitte! Dazu habt ihr kein Recht! Ich bin der größte aller Assassinen! Schläger, das geht schnell. Was war das? Ich war's nicht. Schutz gibt es nicht umsonst, alter Mann. Du bedrohst ihn in der falschen Richtung. Bitte nicht. Lasst mich in Ruhe. Dummkopf. Das werde ich euch nie vergessen, Herr. Danke. Ich dachte schon, das werde ich euch nie verzeihen. Das auch nicht. Ob er wohl von jemandem verfolgt. Okay. Ich frage mich, was er wohl vorhat. Gar nichts. Bin harmlos. Du Unhold, was habe ich euch denn jemals getan? Nein, verzeiht! Was immer ich getan habe, es tut mir leid! Du weißt gar nicht, was dir leid tut, also tu nicht so! Könnten Sie bitte kurz vorbeigehen? Ich muss hier wen ermorden. Unbemerkt. So ein Glück, dass ihr in der Nähe wart. Danke, Herr. Gerne geschehen. Ist auch nicht nett, den mitten durch den Strich zu schritten. Die heute, Schritt zu stechen. Das reicht für Wein und ein bisschen Spaß. Er schritt ihm durch den Stich. Ich hab den Stich Ich mach nix. Ich bin ein harmloser Mönch. Ich bin ein harmloser Metal-Bönch. Genau, du Metal-Bönch. Metal! Wow! Stoßen wir an, Shalim. Na, so hat er es mit dem Anstoßen aber nicht gemeint. Amüsiert euch, Männer, und bringt mir ein paar hiesige Talente, wenn ihr fertig seid. Speichert, okay. Ja. Heißt, die Idolanten davon ab, die Bürger von... Ja. Rote Punkte. Sterbi! Sterbi! Juhu! Ihr habt mich gerettet. Ja, bitte ich gerne. Ich werde dankbar sein. Entschuldigung, keine Zeit. Ich muss noch andere Zypra retten. Der Assassine hat euch gefunden. Ja. Heimliche Affentate. Ich hab 50 heimliche Affentate begangen, ja. Also Affentate ist das, wenn du nicht sicher bist, ob du Assassinierung oder Attentat sagen willst. Nein, das war voll überlegt, das zu tun. Hat da jemand nach einem Nasenpiercing gefragt? Bestimmt. Ich glaube, die Tattoo-Studios und Piercer haben auch noch zu. Danke, Herr. Okay. Das ist voll illegal, was du da tust.
Ich habe ein starkes Hygienekonzept und die hat einen Termin. Hatten wir auch einen negativen Test? Ja! Ich habe denen gerade Blut abgenommen, um selber zu testen. Ob er wohl von jemandem... Bist du Arzt? Ich habe eine weiße Kutte an. Das... Bisher hat das immer geheißen, du wärst Mönch. Ja, Mönche waren immer sehr medizinisch bewandert. Gerettete Zypra. Ich frage mich, was ja. Ich dachte, die heißen Zyprioten. Inzwischen heißen die Zyprioten. Ja, gut. Was ich gern wüsste, wäre, ob die wohl als zwei zählen, jetzt wo die so zwei nebeneinander stehen. Werden wir ja gleich sehen. Andererseits hast du drei Punkte auf der Karte. Die sind ein Zypra. Die gibt's nur im Doppelpack. Alles klar. Tänzerin und Manager also, ja? Ja. Oh, Alter, hier. Besser. Viel besser. So ein Glück, dass ihr in der Nähe wart. Danke, Herr. Ja. Ich habe nochmal drei Ziele. Ach, du kannst ja also drei von denen aussuchen. Du hast sogar vier Ziele. Krasse Sache. Ja, sich kurz im Heuhaufen verstecken bringt dir deine Gesundheit. Cool. Entschuldigung, dachte ihr seid Ziele. Aber da kommt ein Ziel schon mal angerannt. Das hat ein Ziel mir übel genommen, dass ich einen Bürger angegriffen habe. Das ist deren Job. Ich bin dafür zuständig, die Bürger zu schikanieren, nicht du. Also den mag er gerade ganz besonders gerne, den Konter. Ja. Ach ja. Irgendwann, lieber Alter, ihr verstaubst du dir dabei noch die Knöchel. Lass es doch einfach. Siehst du, jetzt hast du dir was verstaubt. Der kann aber schön im Kreis rennen. Meine Güte. Immerhin sind die Ziele zu dir gerannt gekommen. Okay, ich hab das jetzt so, die freuen sich alle gegen mich kämpfen zu dürfen, dass sie erstmal vor Aufregung im Kreis rennen. Ja. Aber ich muss sagen, Alter, ihr, in den Stiefeln hast du echt hübsche Waden. Ich werde euch ewig dankbar sein. Ja, genau, die machen einen schlanken Fuß. Nein, schlanke Waden. Am dritten Tag schlanken Fuß. Nichts Unüberlegtes. Ich renne ganz überlegt an dir vorbei. Ich renne ganz überlegt, panisch, nein, eigentlich sehr zielstrebig, vom Tatort weg. Zum nächsten Tatort hin. Das ist ja noch kein Tatort. Gleich schon. Ja, und dann rennst du da wieder weg.
Erstmal trete ich wieder ein paar Leute. Nimm mal den anderen Fuß, ansonsten gibt das eine einseitige Belastung. Wenn er das jetzt noch dreimal macht, dann lobe ich ihn für seine schöne Oberschenkelform. Alles klar. Oh, warte. Tradition. Hey, was ist Tradition, Mönche zu schubsen? Passanten, Passanten. Müssen nicht unbedingt Mönche sein. Stimmt. Assassinen schubsen alles, was sie kriegen können. Ja. Natürlich. Wenn ein Assassiner eine Stewardess umrennt, ist er dann ein Saftschubsen-Schubser? Garantiert. Und wenn dann das Security-Personal kommt, sauer ist und den Assassinen umschubst, dann können wir eine Kette starten. Das ist der Saftschubsen-Schubser-Schubser. La 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 la. Pass auf, wo du hingehst. Ich gehe hier raus. Ich gehe in den Bürgerbezirk. Was hast du jetzt davon? Und jetzt wiederholen wir das Spielchen. Aber diesmal nur zwei. Es lohnt sich nicht, den so langsam runterzulassen. Yeah! Noch ein paar Mal. Ich habe bisher immer nur auf die Waden geachtet. Jetzt hatte ich ein Bauwerk im Bild. Ja, auch einfache Häuser sind Bauwerke. Da ist was dran. Worte des Dankes? Nein, die gibt's hier nicht. Ja, du würdest denen doch sowieso nicht zuhören und dafür stehen bleiben. Eben, wer hört schon Zypreten zu? Bist du alleine? Das freut mich natürlich. Ja. Finde Markus auf dem Marktplatz von Kyrenia. Okay. Also nach dem Bürgerviertel auf zum Marktplatz. Ich habe jetzt gar nicht auf Tradition geachtet, egal. Das ist das Bürgerviertel. Hier warst du schon 17 Mal. Da ist doch dein Assassin aus Revier. Echt? Ja. Falsche Richtung. Ah, immerhin hast du auch nicht den Bürger getroffen. Du bist neu, komm her. Das ist so ein initialer. Mann, haben die viele neue Rekruten. Wow. Vielleicht sollen die sich einen anderen Initialisierungsritus als Assassinen bekriegen, ausdenken. Gerade sah ich, wie er wie ein wilder Hund durch ein Bordell fegte. Ach, das macht er jede Woche. Er hat vor keinem Respekt. Ich muss näher ran. Wenn er ebenso dumm wie dreist ist, kann ich ihm vielleicht ein paar Geheimnisse entlocken. Los, Alter, deck dich in so ein Tänzerinnen-Outfit. Charlins ausschweifendes Leben erfordert regelmäßige Beichten. Naja, mit seinen schönen Waden und Oberschenkeln. Maria? Nein, gar nichts. Ich hoffe, sie ist in Sicherheit. Wenn sie in Sicherheit ist, dann sind wir es nicht. Bleibt wachsam.
Beunruhigt dich das eigentlich, dass ich das Schwert in der Hand habe, während ich mit dir rede? Nein. Gedächtnislog aktualisiert. Na dann. Ich hab ihn! Hierher! Er ist weg! Ich stelle mir das gerade echt so vor, also die Templer alle. Ja, ja, der Assassine ist in der Stadt. Alter, hier. Keine Zeit. Ich bin zu spät. Er ist das weiße Kaninchen. Das macht jetzt alles viel mehr Sinn. Echt? Nein. Aber weiß angezogen ist er schon mal. Eben. Bist du der, den ich suche? Du kannst mit ihm sprechen. Fängt es an, die Sünden eines so bösen Mannes wie Shalim ertragen zu müssen? Tut es, aber Widerstand würde meinen Tod bedeuten. Für die Templer steht hier zu viel auf dem Spiel. Ihr meint das Archiv. Könnt ihr mir sagen, wo es ist? Schweigt, das können wir später besprechen. Da ist gerade einer aufgetaucht, aus dem Nichts. Männer und Frauen Zyperns. Amon Bouchard sendet seine Grüße. Aber nur unter dem Vorbehalt, dass alle, die den Widerstand unterstützen, verhaftet und bestraft werden. Ansonsten grüßt er euch nicht mehr, wenn er euch auf der Straße begegnet. Durch ehrliche Arbeit hol Licht, kommt in den Genuss. Schreibt ihr euch keine Weihnachtskarte mehr. Richtig. Nun lasst uns als Brüder. Willst du eine Weihnachtskarte von Amon Bouchard oder willst du keine? Kann drauf verzichten. Der stirbt. Seltsam. Der ist sehr großzügig heute Morgen. Ob er wohl ein schlechtes Gewissen hat? Ich habe erst gelesen, ob er wohl schlecht geschlafen hat. Ja, wenn ich schlecht geschlafen habe, bin ich auch immer sehr großzügig. Vorsicht, Freund, du wirst gleich zerquetscht. Ich hab dich noch gewarnt. Nicht laut genug. Das ist ein Templer-Siede. Den mache ich alle. Der kann doch nicht einfach unsere Kluft klauen. Was ist denn hingefallen? Wo ist er hin? Auf jeden Fall soll ich ihn verfolgen, aber ich weiß nicht wohin. Er ist dann vermutlich da die Dings direkt hoch. Ja, das konnte ich ja nicht sehen. Flupp, gelehrter Tod. So, also nochmal das Ganze. Zack, 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 zack. Nein! Nein! Nicht an Kanten hängen! Du dümmster aller Assassinen! Ja, lauf schneller! Und wir haben ihn natürlich wieder laufen lassen, so wie sich das gehört. Zu mir, ich habe den Assassinen. Oh Gott. Oh, hier gibt's Tradition. Also schnell zur Tradition. Kann sehr wohl fliehen, sieht man ja. Ich komme hier ganz alleine rauf. Ich bin schon ein großer Assassine. So, hier ist meine Leiter. Ich
Das sieht genauso aus wie der letzte Turm, in dem wir so hochgegangen sind. Und ich bin auch genauso runtergefallen. Lalala. Hinterher, das heißt, du hast ihn gefangen. Richtig, das habe ich. Steht im Bild? Nein. Immer noch nicht. Nein, das Bild ist ja sehr klein. Denn es ist ja eine PSP. Wie kannst du mir da im Bild stehen? Ich habe die ja in der Hand. Natürlich. Das ist das zweite Mal, dass das passiert ist. Was? Ich komme oben auf dem Turm an und er entscheidet sich nicht, den Aussichtspunkt zu besteigen, sondern einfach direkt wieder runterzufallen. Letzte Chance, Aussichtspunkt, sonst werdet ihr ignoriert. Dann wird mit der Tradition gebrochen. Okay, das lasse ich noch durchgehen. Gerade eben. So, einmal um die Ecke. Einmal nach ganz oben. Ja, guck mal, geht doch. Kaum, dass ich zugucke, ne? Mhm. Zurück zum Plot. Der ist ja direkt nebenan. Der hat einen Namen. Das machte keinen Sinn. Auf dem letzten Gebiet hat mich niemand gesehen, aber plötzlich kommt hinter mir aus dem Tor gestürmt. Ich hab dir in den Rücken gebumst. Ich wollte sagen, ich habe dich von hinten angerempelt. Ich kann dir nicht aus den Augen gehen. Ich war nie drin. Vielleicht hat der Augen im Hinterkopf. So, du da, red mit mir. Markus! Schon so bald zurück? Der Sohn des Bullen hat eine eigensinnige Strategie für Zypern. Einmal unterdrückt er die Leute, das nächste Mal spielt er den Wohltäter. So machen uns die Templer gefügig. Errichten Kirchen und geben den Armen. Ich muss Shalim. Was ist mit den Beinen? Wenn er allein ist. Versucht für es die bauen sie Moscheen. Shalim hält sich gerne dort auf, wenn ein Schiff mit exotischen Schönheiten ankommt. Also wenn Altair keine exotische Schönheit ist, dann weiß ich es auch nicht. Gedächtnislog aktualisiert. Guck dir die noch an. So exotisch, so schön. Also die Beine? Auf jeden Fall. Vom Gesicht sieht man ja nicht so viel. Eben. Ich weiß, wo ich hingehe. Zum roten Punkt. Halt mir vom Leib. Mal mehr, mal weniger. Flüssig. Mhm. Zügig. Templer Abschaum, nimm die Hände von mir! Hi. Ah, da seid ihr, Maria. Kluges Köpfchen. Das hat er auf die Entfernung in dem Outfit erkannt? Wow. Ich find's viel interessanter, dass deine... Wenn einer der Mission Wachen gescheitert stoppt, ist, reinitialisiert wurde. Ich mache besser den Weg frei. Und weitergegangen ist. Echt? Ja.